Eine kleine Dystopie der nahen Zukunft. Da gibt's erstmal einen Stromschlag, meine Jutzen. Sagt, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und dem Chat. Wir werden uns jetzt ein kurzes Video angucken. Ein sehr, sehr kurzes Video. Das heißt, eine kleine Dystopie in der nahen Zukunft. Eine kleine Dystopie der nahen Zukunft. Ich küsse euer Herz, es gibt nur eine Minute noch was. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist ein Video, was man auch auf YouTube hochladen kann. Kleiner Zeichentrick an der Stelle. Ab geht der Peter, komm, rein da jetzt. So sieht das in der Zukunft aus, meine Lieben. Der Bruder will einmal kurz atmen und macht die Maske runter auf entspannt, wa? Aha, da kommen sie schon. Digga, was ist das denn? Da gibt's erstmal einen Stromschlag, meine Jutzen. Mask up your nose. Maske vor die Nase, Bro. Stell dir vor, aber wie einfach das auch ist mit diesen neuen Technologien halt, ne? Wenn du diese Drohnen hast und so. Und ich habe auch schon gesehen mit diesen Roboterhunden, die dann Gebäude bewachen und so. Das sind dann keine Menschen mehr. Es gibt ja diese Gebäude, wie heißen die nochmal? Objektschützer. Und die gibt es dann nicht mehr. Da gibt es dann irgendwelche Roboterhunde, die dann da die Gebäude überwachen und bewachen. Und mit denen ist halt auch nicht zu spaßen. Das sind halt keine Menschen, ne? Die können halt nicht menschlich auf dich eingehen oder so. Die folgen halt einfach den Regeln, die sie einprogrammiert bekommen haben, so. Und dann ist auch keine Diskussion oder kein Reden oder menschlich irgendwie, ey, Bro, ich kann gerade nicht oder irgendwie, ich bin hier, weil ich so und so. Nee, Digga, da ist dann entweder du gehst oder der Hund macht Attacke. Das ist ja eine Sache, die ist nicht mal lustig und die ist auch schon passiert, ne? Dass sich Transfrauen quasi dann irgendwie bei der Olympiade oder bei irgendwelchen Wettbewerben angemeldet haben und dann natürlich gewonnen haben, weil die natürlich körperlich ganz andere Attribute haben als Frauen. So. Der will sich einfach nur auf entspannt den Paten reinziehen. Achte jetzt. The Godfather movie is banned from our database for misrepresentation and stereotypization of the Italian community. Scheiße. Pulp Fiction movie is banned from our database for excessive violence and racist content. The movie 1984 never existed. Digga, weißt du, was ich meine? Das ist schon crazy, ne? Das ist schon crazy, Alter. Das ist ein krasser Kurzfilm auf jeden Fall. Ist noch ein bisschen lustig auf jeden Fall, ne? Aber warte mal, wie viel wir lachen, wenn wir dann da angekommen sind. Ich schwör's dir. Und ich sag dir ehrlich, so weit ist das Ganze auch nicht hergeholt, ne? So weit ist das Ganze auch nicht hergeholt. Schon deep, wenn man drüber nachdenkt. Ich schwör's dir, Bro. Soweit ist es echt nicht hergeholt.